Kämmerlein, möchtest du nicht aufstehen? Es ist schon spät, komm. Oh, ich habe aber noch gar nicht geschlafen, Mama. Ich bin doch so müde. Kann ich nicht noch liegen bleiben bis abends? Nein, dann verschläfst du ja den ganzen Tag. Und ich dachte, vielleicht freust du dich darüber, dass heute Badetag ist. Oh, heute darf ich baden. Da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Na, dann komm mal mit, dann legen wir gleich los. Oh, juhu. Ab in den Pool. Emma, wo willst du denn hin? Hier entlang. Hallo, nicht nach unten. Hä? Aber unten ist doch der Pool. Emma, es geht doch nicht in den Pool. Ich meinte mit Badetag baden gehen. Hier in der Badewanne. Warte hier noch einen Moment. Ich hol kurz dein Wasserspielzeug, okay? Das Wasser machen wir dann zusammen an. Oh, toll. Ich dachte, wir können in den Pool schon gehen. Und jetzt bin ich hier in der Badewanne. Das ist überhaupt nicht schön. Schwuppdiwupp, hau ich jetzt hier ab. Ich habe keine Lust auf Baden. Beim nächsten Schritt dann die Arme hoch. Ja, genau. Und hoch. Hanna, was machst du denn da? Tanzen. Ich mache Videoclip-Dancing. Was willst du denn von mir? Hanna, ich möchte so gerne im Pool. Können wir nicht mal gucken, ob da schon Wasser drin ist? Emma, im Pool ist kein Wasser. Das ist doch viel zu kalt draußen. Das kannst du mir wirklich glauben. Ich glaub's erst, wenn ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Komm, lass uns nachschauen. Siehst du, Emma, da ist gar kein Wasser drin. Aber von hier oben kann ich das auch gar nicht sehen. Komm schon, Hanna, lass mich doch bitte nach unten. Och, Emma, muss das sein? Na gut, dann helfe ich dir. So, Achtung. Halt dich gut fest. Ja, du musst den Arm ausstrecken. Mach ich doch. Emma? Wo ist sie denn jetzt hin? Ich habe gerade das Badespielzeug geholt. Wir wollten doch baden. Oh, ist sie jetzt wirklich zum Pool gegangen? Es wird nicht in den Pool geschwommen. Und Emma, wie ist die Lage da unten? Ich hatte doch recht, oder? Kein Wasser. Ja, trocken wie die Wüste Gobi. Was soll denn das werden da, ihr zwei? Hallo? Ach, hallo Mama. Emma hat mir nicht geglaubt, dass kein Wasser im Pool ist. Und jetzt schaut sie da unten nach. Und hier ist wirklich kein Wasser. Ich finde das richtig doof. Wann macht Papa endlich das Wasser da rein? Oh, ich will da reingehen im Pool. Komm, Hanna, hilf mir wieder raus. Ja, nimm meine Hand. Oh Mann, Mama, ich will nicht in die Badewanne. Ich will lieber in den Pool. Emmalein, der Pool ist überhaupt noch nicht freigegeben. Da ist kein Wasser drin aus gutem Grund. Das würde sonst einfrieren. Oh, ich weiß, aber das war auch toll. Da konnten wir richtig Schlittschuh laufen auf dem Wasser. Oh. Ach, Emmalein, ich weiß, wie sehr du den Pool liebst, aber im Winter ist es eben keine Poolzeit. Höchstens für einen Whirlpool. Warmes Wasser und Blubberbläschen, genau. Aber so einen Whirlpool haben wir leider nicht. Deshalb ab in die Badewanne, da ist es schön warm. Hä? Was meint Mama mit Whirlpool? Habe ich noch nie gehört. Emma, das gibt's auch manchmal im Schwimmbad. Das ist so ein Schwimmbecken, so ein etwas kleineres, mit Blubberbläschen drin und ganz warmem Wasser. Oh, das ist die Idee. Wir brauchen einen Whirlpool, dann können wir da endlich reingehen. Hanna, hörst du mich? Ja, klar. Ich wollte los zum Kochclub. Passt du bitte auf Emma auf? Mach ich. Mama, viel Spaß und bis nachher. Ist Mama jetzt immer noch da oder habe ich gerade die Tür zufallen hören? Dann ist sie bestimmt weggegangen. Das ist meine Chance. Dann kann ich endlich den Plan in die Tat umsetzen. Ab zu Hanna, die muss mir dabei helfen. Alleine schaffe ich das nicht. Hanna! Ja, was ist denn? Hanna! Ja, was gibt's denn? Ich sitze doch hier, ich höre dich doch. Red schon. Wir müssen unseren Pool in einen Whirlpool verwandeln und du musst mir helfen. Komm. Alles klar, Hanna. Ich hab den Schlauch hier direkt am Pool. Du musst es jetzt das warme Wasser aufdrehen. Alles klar. Wasser läuft. Kommt denn schon was an, Emma? Oh, spitzmäßig, ja. Und das dampft sogar. Das ist ganz warm. Oh, super. Oh. Jetzt ist das Wasser drin. Aber wo sind denn die Blubberbläschen? Du hast recht. Ein richtiger Whirlpool hat eigentlich Blubberbläschen. Wir brauchen irgendwas, was so Blasen macht. Ich hab ne Idee. Wie wär's mit Brausetabletten? Ja, das ist eine super Idee. Ab rein damit. Da kommen schon erste Blasen hoch. Oh, wow. Wie das spritzt und blubbert. Ein echter Whirlpool. Cool. Komm, Hanna, lass uns schnell nach oben gehen. Ich hol meine Schwimmflügel. Und ich meinen Badeanzug. Oh, cool. Oh, das macht Spaß. Das ist total Spaß. Das ist eigentlich cool. Kinder, ich bin wieder zurück. Emma, Hanna? Was ist denn das für ein komischer Geruch? Hier riecht es total nach Multivitamintabletten. Nach Brausetabletten. So, ich glaube, das Frühstück habe ich jetzt beisammen. Ich glaube, ich kann die anderen holen. Emma, Hanna, kommt ihr runter zum Frühstücken? Ach, erstmal eine Tasse Kaffee. Das kann ein bisschen dauern, bis die kommen. So, meine Sachen sind gepackt, dann ab nach unten. Ach, mal schauen, wie heute der Tag wird. Erst habe ich immer keine Lust gehabt wegen der Mathelehrerin und jetzt wegen Richie. Richie, den Namen habe ich ja noch nie gehört. Wer ist das denn? Ach, Emma, kennst du sowieso nicht. Ist egal. Richie, vielleicht ist das Hannas neuer Freund. Vielleicht ist sie ja gar nicht mehr mit Dave zusammen. So, ihr beiden, guten Morgen. Setzt euch schon mal hin. Oh, du hast wieder ein tolles Frühstück für uns gekocht, Mama. Kochen kann man das nicht unbedingt nennen, aber ich hab's für euch zubereitet. Ja, Hanna, alles klar? Du siehst irgendwie bedrückt aus. Ist irgendwas? Ach, alles gut, Mama. Ich hab nur an die Schule gedacht. Okay, wie läuft's denn in der Schule? Alles in Ordnung? Ja, eigentlich alles okay, aber da ist so ein Kind in meiner Klasse, also so ein Junge, Richie, der ärgert mich immer. Das ist ein bisschen blöd. Ach, Hanna,
Mach dir nichts draus. Der sagt immer Streber zu mir. Wirklich? Man kann sich nicht mit allen Kindern verstehen. Aber solange man nett zueinander ist, ist doch alles in Ordnung. Und der ist nicht nett zu dir? Nein, der ist nicht nett. Überhaupt nicht. Also wenn ich irgendwas für dich regeln soll, dann sag mir Bescheid. Ich wünsche dir erstmal viel Spaß in der Schule. Hannah nimmt sich das wirklich zu Herzen mit diesem Jungen. Ob der so gemein ist zu ihr? Ich kannte den gar nicht. Richie ist das und ich dachte, das sei ihr neuer Freund, aber der ist anscheinend ein böses Kind. Wo sind denn alle? Normalerweise bin ich doch immer fast die Letzte. Und alle Plätze sind frei. Das ist ja wirklich komisch. Haben wir heute gar keine Schule und ich hab's nicht gemerkt? Hab ich das irgendwie vergessen? Hey Pia, guten Morgen. Was ist denn hier los? Haben die etwa alle diese Magen-Darm-Grippe, von der ich gehört habe im Radio? Also Dave hat mich angerufen, der ist nicht da, aber von den anderen wusste ich nicht. Kann gut sein, keine Ahnung. Wir sind ja da. Wenn du willst, Hannah, kannst du neben mir sitzen. Hier sind ja eigentlich alle Plätze frei. Okay, Pia, das mache ich. Wir saßen schon total lang nicht nebeneinander. Hä? Wer sind die denn? Die gehören aber nicht zu unserer Klasse. Oh, ich finde das total doof, dass unsere Klassen zusammengelegt wurden, weil wir so wenig Schüler sind. Total viele sind krank. Ja, du hast recht. Es ist aber nur heute. Ich glaube, die nächsten Tage, da geht es schon wieder. Die beiden, die kenne ich vom Reitturnier. Oh, die da vorne kenne ich doch. Das ist doch die Freundin von Anna, die wir da beim Reitturnier gesehen haben. Oh, nö. Ich bin Hannah. Und wie heißt ihr? Ich bin übrigens Pia. Hallo. Hannah? Hannah Vogel? Von der hat Richie doch schon mal erzählt. Wir sind seine Cousinen. Mehr braucht ihr nicht wissen. Oh, Backe, Pia. Richies Cousinen. Ob die genauso drauf sind wie er? Oh, keine Ahnung. Aber ich hoffe, der Tag geht schnell vorbei. Pass mal auf, Ricarda. Was kommt jetzt, Der Streber kriegt jetzt seine Rechnung. Aua, hast du mir gerade an den Haaren gezogen? Nein, ich habe nichts gemacht. Das hast du dir sicherlich nur eingebildet. Warum sollte ich dir denn einen Haar ziehen? Das hat weh, lass das. Ich war das nicht. Oh Mann, die sind echt so drauf wie Richie. Richtig gemein. Zum Glück nur heute. Dann sind wir sie wieder los. Oh, endlich ist der Tag rum. Lass uns gehen, Pia. Ich bin auch froh, dass der Tag vorbei ist. Hoffentlich sind die anderen dann wieder das nächste Mal dabei. Heute war es echt doof, fand ich, im Unterricht. Oh, ich habe auch schon richtig Hunger auf Mittagessen. Streber! Bitte? Was hast du gerade zu mir gesagt? Was? Keine Ahnung, was du meinst. Ich habe nur gefragt, wo mein Kleber ist. Ich weiß nicht, was du verstanden hast. Hannah, wir sollten besser gehen. Lass die anderen reden. Okay, komm. Oh Mann, diese Hannah ist wirklich genauso, wie Richie uns gesagt hat. Total die Streberin. Genau, Streberin. Ciao, Pia, bis morgen. Bis morgen dann, Hannah. Lass uns später nochmal telefonieren. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, was wir jetzt machen, Ricarda? Wir werden sie verfolgen und dann kriegt sie ihre Rechnung. Oh ja. Oh, gleich bin ich zu Hause. Hoffentlich hat Mama das Essen schon fertig. Ich bin so hungrig. Bleib mal stehen. Hey, du. Hey, was wollt ihr denn von mir? Wohnt ihr auch hier in der Straße? Wusste ich gar nicht. Nein, wir wohnen nicht hier in der Straße. Wir haben dich verfolgt. Verfolgt? Und jetzt kriegst du deine Rechnung. Rechnung? Ramona, ich kann sie festhalten und dann erlebt sie das blaue Wunder. Blaues Wunder? Was meint ihr denn? Ich habe euch doch gar nichts getan. Ach, warum ja? Festhalten? Hilfe! Das hast du jetzt Hilfe! Davon. Oh, komm, Ricarda, lass uns schnell abhauen. Los, weg. Mama! Mama! War das gerade Hannah? Hannah? Hannah, was Mama. Machst du denn da auf dem Boden? Was ist passiert? Bist du gestürzt? Alles in Ordnung Nein, bei dir? Nein, bin ich nicht. Hannah, was ist denn passiert? Dein Auge ist ein bisschen rot. Bist du hingefallen? Nein, Mama. Da waren gerade zwei Mädchen aus meiner Schule und die haben mich gehauen. Die haben dich gehauen? Oh. Ja, komm einfach erst mal so. Rein, ich habe überhaupt nichts gemacht. Wir werden das kühlen. Das gibt's doch wohl nicht. Zwei Mädchen lauern einfach Hannah auf und hauen sie? Das gibt auf jeden Fall einen Anruf beim Direktor, Herrn Schillig. Oh, sowas gibt's doch wirklich nicht. So, Rucksack habe ich. Dann gehe ich mal nach unten. Muss ja los zur Schule. Meine kleine Pia, heute Nachmittag bin ich wieder da. Bis dann. Habe ich wirklich an alles gedacht? Das Heft, das Buch. Musste ich nicht an irgendetwas heute denken? Ach ja, es ist Geschwistertag. Wir sollten unsere Geschwister mitbringen. Julian ist ja nicht da. Nimm ich Emma mit. Hannah, ist alles in Ordnung? Mit wem redest du? Mama, heute ist Geschwistertag in der Schule, das habe ich vergessen zu sagen und ich nehme Emma mit. Geschwistertag? Das höre ich ja zum ersten Mal heute. Emma schläft doch noch. Ach, das ist doch egal, die wird sich freuen. Emma! Hey, Emma, aufstehen! Heute ist Geschwistertag, du darfst mit mir in die Schule. Was? In die Schule darf ich heute? Oh, da bin ich sofort wach. Beeil dich, Emma, wir sind schon ein bisschen spät dran. Hannah, ich bin gerade erst aufgestanden. Kann ich wenigstens noch kurz auf Toilette gehen? Ja, aber beeil dich. Oh, ich bin total durch den Wind. Emma geht heute mit Hannah zur Schule. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich noch ein bisschen besser was vorbereitet. Ach, Mama, keine Panik. Ich hab doch Julians Rucksack. Wird schon gut gehen. Na dann, ihr beiden, wünsche ich euch ganz viel Spaß in der Schule. Und Hannah, pass gut auf deine kleine Schwester auf.
Ja, ja, Mama, ist doch klar. Ich passe immer auf Emma auf. Ach, die Kleinen werden so schnell groß und jetzt gehen sie auch schon zusammen zur Schule. Komm, Emma, jetzt siehst doch mal meinen Schulweg, mit dem ich jeden Morgen gehe. Und schon sind wir in der Schule angekommen. Hey, Pia! Hey, Hanna, hi, Emma. Schade, dass ich keine Geschwister habe, aber Luisa hat dafür umso mehr. Hey, Hanna, ich habe meine beiden jüngsten Geschwister dabei. Ich habe auch meine jüngste Schwester dabei. Mein Bruder hatte keine Zeit. Das sind Michi und Mona. Was haltet ihr denn davon, wenn ich mich zu Hanna und Emma setze? Und Luisa, du kannst ja mit deinen Geschwistern in der ersten Reihe sitzen. Also, ich finde die Idee gut, weil Dave ist ja leider immer noch nicht wieder da. Hey, ihr beiden, ich hole noch einen Stuhl für uns. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ich war ja schon mal hier in der Schule, aber da habe ich mich in Hannas Rucksack versteckt. Und jetzt bin ich hier richtig in der Schule und habe auch einen Stuhl. Hey, du da vorne, ich finde dein Body richtig hässlich. Ich mag keine Pinguine. Hä, hat er gerade jemand Pinguine gesagt? Redest du etwa mit mir? Ach, Emma, mach dir nichts draus. Das ist der kleine Bruder von Richie. Der ist bestimmt genauso gemein wie er. Der ärgert mich doch immer. Pinguine sind doof. Pinguine sind doof. Das geht ja total doof hier zu in der Schule. Hätte ich gar nicht gedacht. Werde ich die ganze Zeit von hinten angequatscht. Richie, ist das eigentlich diese Streberin da vorne? Ja, das ist sie doch. Das hat Richie uns doch erzählt. Also heute, da haben wir unseren Geschwistertag. Wer möchte sich denn als erstes vorstellen? Ich bin Emma Vogel. Ich bin Hannas Schwester. Ja, das ist sehr schön. Ich sehe aber trotzdem noch ein paar unbekannte Gesichter. Wer möchte denn weitermachen? Hallo, hier, ich bin der Bruder von Richie. Und ich bin die Schwester von Richie. Wir sind zu Hause zu dritt, also drei Kinder. Und ich habe auch meine Geschwister dabei. Los, stellt euch doch mal vor. Ich bin Michi. Und ich bin Mona. Ja, super, dann können wir ja mit dem Unterricht starten. Wir werden ganz langsam anfangen, bis zur großen Pause dann. Oh, Hanna, machen wir jetzt wirklich Schule? Können wir nicht direkt große Pause machen? Ich möchte lieber spielen. Emma, so ist das leider in der Schule. Wir müssen erst arbeiten und dann haben wir Pause. Oh, das war schon echt anstrengend. Und dann immer dieses Generve von Richie und seinem kleinen Bruder von hinten. Das hat mich echt richtig gestört. Mich hat das auch total genervt. Er hat immer was über Pinguine gesagt. Und das werde ich ihm auf jeden Fall heimzahlen. Ach, Emma, das mit dem Heimzahlen habe ich auch schon versucht. Aber die sind einfach richtig gemein. Lass dich einfach nicht davon ärgern. Wo will Emma denn jetzt hin? Wo geht sie denn hin? Emma! Hey, ich wollte dir was sagen. Und zwar, sei nicht immer so gemein. Was denn? Nicht zu mir. Und dein Bruder soll auch nicht so gemein sein zu meiner Schwester. Und meinst du, weil du das jetzt sagst, dann mache ich das auch? Ich würde lieber aufhören damit, weil wenn du das weitermachst und dein Bruder auch, dann schicke ich Monster zu dir nach Hause. Ich kenne nämlich ganz viele. Ich glaube, das willst du nicht. Was? Monster? Ich find Monster ganz schrecklich. Nein, bitte nicht machen. So, Hanna, ich glaube, das hat sich jetzt erstmal erledigt. Ich denke, Richie wird dich nicht mehr ärgern wollen. Hey, Hanna, sag mal, ist Dave eigentlich immer noch krank? Ja, der ist immer noch krank. Der liegt die ganze Zeit im Bett. Ich habe gestern mit ihm telefoniert, aber er wollte dann nicht mehr telefonieren, weil er so müde und schlapp ist. Ach, er kann sich glücklich schätzen. Dann verpasst er wenigstens den Matheunterricht. Wo ist eigentlich jetzt Chillig? Es hat auch schon längst geklingelt und er ist immer noch nicht da. Ach, ist mir auch egal. Hauptsache, es kommt nie wieder unsere blöde Mathelehrerin. Habe ich da gerade blöde Mathelehrerin gehört? Also, Hanna Vogel? Das ist ein ganz, ganz schlechter zweiter, dritter, erster Eindruck. Was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie wären nicht mehr in unserer Schule. Also einige hätten das wohl gerne, dass ich nicht mehr wiederkomme. Aber hier bin ich nun mal. Ich bin eure Mathelehrerin. So leicht lasse ich mich nicht unterkriegen. Und glaubt gar nicht, dass ihr mir weiterhin auf der Nase rumtanzen könnt. Jetzt weht hier ein bisschen anderer Wind. Oh Mann, das kann ja heiter werden. Die ist ja richtig schlecht drauf. Oh, hoffentlich wird das nicht wieder so schlimm wie vorher. Dann geht's direkt zum Vorrechnen an der Tafel. Als erstes Pia. Was? Ich soll was an der Tafel vorrechnen? Was denn genau? Also das diktiere ich dir doch jetzt. Also schreib jetzt mit. 27 mal 44. Genau, und das rechnest du jetzt schriftlich aus. Also das Ergebnis bei mir ist jetzt 1188. Ist das so richtig? Oh, hoffentlich schon. Ja, das ist korrekt. So, Pia, du kannst dich hinsetzen und das Kreidestück geht weiter an Hanna. Die ist die Nächste. Hanna, ich drück dir die Daumen. Viel Glück. Du schaffst Danke. Das. Ich habe schon wieder ganz weiche Knie. Hoffentlich ärgert die mich nicht wieder so. Oh, ob das gut geht? Ich weiß ja nicht. Diese Mathelehrerin und Hanna, die haben sich noch nie gut verstanden. So, Hanna, dann wollen wir aber doch mal schauen, ob du was bei Herrn Chillig gelernt hast. Also ich glaube ja nicht, weil Herr Chillig ist auf gar keinen Fall so ein guter Mathelehrer wie ich. Hanna, bist du bereit? Die Aufgabe, die rechnest du jetzt. Oh, 438 mal 17? Schriftlich rechnen? Worauf wartest du? Rechne das aus, nicht vorlesen. Ob du das hinkriegst, da bin ich mir nicht sicher. Los, Hanna, konzentrier dich, du schaffst das.
Oh, ich hab's geschafft. Also, ich hab da 7446 raus. Das ist falsch. Warum denn? Was hab ich denn falsch gemacht? Die Lösung ist nicht 7448, das ist nicht korrekt. Hab ich doch auch gar nicht gesagt. Das ist doch eine 6. Hanna hat auf jeden Fall das Richtige gesagt, ja. Ich hab das auch gehört. Oh, also Hanna, dann liegt das wirklich an deiner furchtbaren Handschrift. Daran solltest du wirklich arbeiten. So, Hanna, ich hab hier ein Buch zum Schönschreiben und da machst du auf jeden Fall jetzt erstmal die ersten 15 Seiten. 15 Seiten Schönschreiben? So schlimm ist meine Handschrift? Ach, das musst du auf jeden Fall üben. Also diese Handschrift, furchtbar. Bis morgen sollst du das machen, hast du gehört? 15 Seiten Handschrift üben? Ich finde meine Handschrift gar nicht so schlecht. Oh Mann, diese Mathelehrerin, jetzt geht das schon wieder mit ihr los. Pia, ich finde das so gemein. Ich hatte das doch richtig. Ich habe alles richtig vorgerechnet. Und dann gibt die mir so eine Extra-Aufgabe. Was meinst du, wie lange das dauert, wenn ich 15 Seiten Schreiben übe? Und jetzt muss ich auch noch dieses dicke Buch mit nach Hause schleppen. Oh Mist, jetzt ist es mir auch noch hingefallen. Oh, was sehe ich denn da? Wie behandelt Hanna denn das Übungsbuch, was ich ihr gegeben habe? Ach Mann, komm her, blödes Buch. Ich muss jetzt nach Hause Schreiben üben, als könnte ich nicht schreiben. Hanna Vogel, ich habe genau gesehen, wie du dieses Buch auf den Boden gepfeffert hast. Das hast du absichtlich gemacht. So behandelst du also die Bücher, die ich dir gebe. Sie hat das nicht auf den Boden geworfen. Das ist ja aus Versehen runtergefallen. Ja, genau. Also, ich habe das wirklich nicht extra runtergeworfen. Das ist mir gerade so weggerutscht, weil da so ein großes, dickes Buch ist. Also, das kann ich einfach nicht fassen. Da gibt's auf jeden Fall noch ein paar extra Aufgaben. Jetzt noch wieder Worte geben. Du lügst mich an. Also, wenn Hanna jetzt noch hierbleiben muss, dann bleibe ich auch hier. Dann lasse ich sie doch nicht mit alleine. Sie hat keine Schuld. Also, Pia, das ist wirklich nett und freundlich von dir. Aber das muss Hanna alleine ausbaden. Du gehst jetzt nach Hause. So, Hanna, hier sind noch 3 weitere Ordner. Die kann sie jetzt noch die nächsten 2 Stunden durcharbeiten. Das alles soll ich jetzt auch noch machen? 2 Stunden? Warum denn? Oh, jetzt geht das mit unserer Mathelehrerin schon wieder los. Sie war weg, das war richtig gut. Und jetzt ist sie wieder da und es gibt nur noch Ärger. Ich werde jetzt direkt Claudia Vogel anrufen, Hannas Mama, vielleicht kann die da irgendwas machen. Hallo Frau Vogel, hier ist Pia, ja, ich weiß, Hanna ist nicht zu Hause. Die muss nachsitzen, die Mathelehrerin ist wieder da und hat sie direkt zum Nachsitzen geschickt. Oh, diese Mathelehrerin, die macht mich total wütend. Die sollte keine Lehrerin sein, die sollte besser einen anderen Job machen, weiß ich nicht. Oder ins Gefängnis gehen, ja genau. Emma, wo steckst du denn schon wieder? Bist du hier unterm Stuhl? Oder hast du dich schon wieder in der Spülmaschine versteckt? Ach, nee, hier ist sie auch nicht. Oder vielleicht im Kühlschrank? Keine Spur von ihr. Oh, Emma, ich kann das jetzt wirklich nicht gebrauchen. Wir haben noch einen Kinderarzttermin. Ich glaube, im Ofen muss ich nicht nachsehen. Bist du vielleicht hier hinterm Sofa in der Ecke versteckt? Oh, ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch alles machen soll. Wo ist sie nur? Vielleicht zieht ja der altbewährte Trick. Oh, hier wird Mama mich niemals finden. Ich gehe nicht zum Kinderarzt. Oh, was ist das denn für ein himmlischer Duft? Hier riecht's so lecker. Was mag das wohl sein? Oh, das ist eine schöne heiße Tasse Kakao. Möchte jemand Kakao? Hat Mama gesagt, es gibt Kakao? Das ist bestimmt ein Trick von ihr, um mich rauszulocken aus meinem Versteck. Aber bei Kakao kann ich einfach nicht widerstehen. Ich komme, ich möchte Kakao. Ach, hab ich's doch gewusst, da bist du ja. Oh, lecker. Emma, du kannst dich nicht immer aus dem Staub machen, nur weil wir einen Kinderarzttermin haben. Du musst da hin, da führt kein Weg dran vorbei. Oh, Kinderarzt, ich hab's ganz vergessen, warum ich mich versteckt habe. Ich geh nicht zum Kinderarzt, da krieg ich eine Spritze, das will ich nicht. Emma, stehen geblieben, nicht abhauen, nicht schon wieder. Oh Mann, Mama, ich will nicht zum Kinderarzt, da krieg ich eine Spritze, bitte nicht, das tut weh. Emma, die Impfung muss eben sein und die wird auch nicht wehtun. Wir haben doch einen neuen Arzt. Was? Einen neuen Arzt, bei dem die Spritze nicht wehtut? Ja genau. Eine Impfung, die nicht wehtut. Versprochen. Oh, ob sie das mir abkaufen wird? Nicht, dass sie gleich wieder abhaut, wenn es um den Kinderarzt geht. Oh, das wäre echt super. Eine Spritze, die nicht wehtut beim Kinderarzt. Das wäre ja traumhaft. So, Emma, bist du dann soweit? Können wir los? Ja, ich komm mit, okay? Aber nur, wenn es nicht wehtut. Ich bin auch jetzt schon ganz müde. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ach, hallo, ja, mein Name ist Claudia Vogel. Ich bin hier mit meiner Tochter Emma zur Impfung. Ach, hallo, Frau Vogel. Ja, dann nehmen Sie doch gerne noch kurz Platz im Wartezimmer. Ich werde Sie gleich aufrufen. Alles klar, vielen Dank. Ich nehme dann meinen Platz. Guck mal, Emma, wie viele Kinder hier sind. Mit denen könntest du doch spielen. Mit Kindern spielen? Oh, ich bin eigentlich total müde. Verstecken ist ganz schön anstrengend gewesen. Wobei, dann könnte ich ja auch Freunde finden.
Aber nicht, wenn ich so müde bin. Wie lange das wohl dauern mag, bei so vielen anderen Patienten, die noch vor uns drankommen. Emmerlein, sag mal, wir müssen ja bestimmt noch eine ganze Weile warten. Hast du nicht Durst? Möchtest du nicht was trinken? Oh ja. Wie wär's mit Milch, ja? Frau Rahmann, Sie sind als nächstes dran. Einmal in Behandlungszimmer 1, bitte. Hier, Emmerlein, eine schöne Flasche Milch. Eigentlich mag ich doch gar keine Milch, aber das ist so lecker gerade. So, als nächstes Frau Demir. Sie sind dran. Sie können ins Behandlungszimmer gehen. Zimmer 2, bitte. Also langsam werde ich wirklich ein bisschen ungeduldig. Wie lange dauert das denn jetzt noch? Ob die Frau jetzt auch noch vor uns dran ist? Oder vielleicht auch nach uns? Ach, Emma, du hast es gut. Du kannst dich schön ausruhen. Ich würde mich auch gerne hinlegen. Ja, ich bin auch so müde. So, als nächstes dann bitte Frau Vogel. Sie können dann einmal zu Behandlungszimmer 5 durchgehen. Dr. Barbie wird dann direkt gleich kommen. Dr. Barbie? Ehrlich, das ist die neue Kinderärztin? Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Dr. Barbie. Ich bin hier neu in der Praxis. Freut mich sehr, Dr. Barbie. Ich bin Claudia Vogel, die Mutter von der Emma. Das ist sie. Sie ist ziemlich müde. Ach, so ein niedliches kleines Mädchen. Ich werde als erstes mal abhorchen. Oh, was kommt denn jetzt? Kann sie mein Herz anhören? Das klingt alles sehr gut. Das Herz schlägt schön regelmäßig und die Atmung ist in Ordnung. Hab ich ja gesagt, Mama. Topfit bin ich. Dr. Barbie kann das bestätigen. Ja, das ist doch sehr erfreulich. Aber wir sind eigentlich wegen was anderem hier. Ich wollte es nicht so laut sagen. Wegen der Impfung. Sie wissen schon. Ach ja, die Impfung. Die tut bei mir auch gar nicht weh. Also, Emma, bitte einmal auf den Bauch legen. Alles klar, wird gemacht. Ich bin gespannt, ob das weh tut. Aber bei Dr. Barbie tut's nicht weh. Hat Mama mir versprochen. Achtung, Emma. Jetzt kommt die Spritze. Nur ein ganz kleiner Piekser. Ah, das tat voll weh, Dr. Barbie. Dr. Barbie, du bist ja lustig. Ich bin doch Frau Riemann, deine Ärztin, deine Kinderärztin. Wir kennen uns doch. Naja, und Impfungen tun leider immer ein bisschen weh. Dr. Riemann? Wo ist Dr. Barbie? Mama hat gesagt, das tut nicht weh. Warum bin ich denn sonst hergekommen? Ach, Emmerlein, das wäre ja auch zu schön gewesen, wenn du die ganze Impfung verschlafen hättest. Du hast den kompletten Weg von zu Hause bis hierher geschlafen und kaum ist die Spritze da, bist du hellwach. Ach, so wollte ich dich natürlich nicht wecken mit der Spritze. Das tut mir leid, Emma. Ja. Dr. Barbie soll wiederkommen. Ich gehe sonst nie wieder zur Kinderärztin, nur zu Dr. Barbie. Mann, das muss das Haus sein. Echt toll. Also mir gefällt es. Also das ist das Haus? Ja. Wow. Also oft redet man ja von Liebe auf den ersten Blick. Und wie bei dir, so ist es auch bei diesem Haus. Ich habe mich direkt in dieses Haus verliebt. Wenn es jetzt noch drin stimmt, dann nehmen wir es auf jeden Fall. Also Günther, meinst du wirklich, das Haus ist möbliert? Das kann gar nicht sein. Also das wäre zu schön, um wahr zu sein. Und hast du so eine Idee, wie du dein Zimmer gestalten möchtest? Keine Ahnung. Also weiß ich also, nicht. Also ich will auf jeden Fall so ein Ritterzimmer. Auf jeden Fall. Ja? Oh, sieh mal einer an. Ich glaube, der Makler ist schon da. Ja, typisch Makler. Fährt nur Porsche. Der wollte sich eigentlich hier mit uns treffen vor der Tür. Ist der schon etwa reingegangen? Vielleicht wartet er ja schon auf uns, Günther. Lass uns direkt reingehen. Ich kann es kaum erwarten. Alles klar, Melanie. Hallo? Hallo, ist niemand zu Hause? Wir sind's für die Hausbesichtigung. Genau, Familie Schulz. Hallo. Ach, Günther, sieh doch mal. Ich kann schon was sehen durch die Küche hier. Oh, es ist wirklich möbliert. Oh, fabelhaft, ganz toll. Oh, die Tür ist sogar offen. Oh, das ist ja super. Also, ich glaube, der Makler ist schon drin. Wir können direkt rein. Komm rein, Mama. Ich will jetzt rein. Los, alle rein. Und ganz wichtig, das größere Zimmer gehört mir, damit das klar ist. Hallo? Keiner da? Hallo? Wow, Mama, guck mal, wie groß das hier ist. Das ist ja riesig. Klasse hier. Cool. Wer als erstes im großen Zimmer ist, der bekommt es auch. Ja, also ich. Lass mich durch. Ach, Günther, schau doch mal, diese Küche, die ist nagelneu. Das Ceranfett, der Kühlschrank, auch einfach traumhaft. Melanie, ganz ruhig, Schatz. Also ich weiß nicht, ob wir uns das Haus hier möbliert leisten können, aber es ist wirklich wunderschön. Da muss ich dir zustimmen. Oh. Aber Günther, schau doch mal, hier ist wirklich alles schon drin. Die Kaffeemaschine, der Mixer, sogar ein Telefon. Genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Also ich muss schon sagen, das ist schon sehr, sehr schön. Wir können ja mal über den Preis verhandeln. Vielleicht lässt sich hier und da ja was machen. Oh, das gibt's doch nicht. Melanie, schau dir das mal an, dieses Wohnzimmer. Einfach nur toll. Und diese Möbel, klasse, das müssen wir auf jeden Fall nehmen. Und dann noch ein Kamin. Also das stand nicht in der Anzeige. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh Mann, klasse, was uns hier alles erwartet. Ach Günther, dieses Haus ist einfach nur, weiß ich nicht, da werden all unsere Wünsche wahr. Das ist klasse, super, ich will es unbedingt haben, egal wie teuer es ist. Ja, ist ja gut, Schatz. Aber wir müssen so tun, als ob wir gar nicht interessiert sind. Also als ob dieses Haus wirklich, wirklich heruntergekommen ist. So müssen wir es, den Preis müssen wir runterdrücken, damit das klar ist. Also. Oh, ich habe mein Zimmer schon gefunden. Das ist ja super cool.
Wow. Ja, kannst du gerne haben. Also auch wenn es jetzt größer ist, aber irgendwie sieht das so mädchenhaft hier aus mit den Farben und so. Und ist das ein Prinzessinnenbett? Oh Mann, oh Mann. Oh ja, das ist wirklich ein Prinzessinnenbett. Cool, und ich habe einen Schreibtisch und das ist ja echt mega mäßig. Aber wer ist denn dieses Mädchen da am Bett? Die sieht ja gar nicht wie eine Prinzessin aus. Da kommt dann auf jeden Fall mein Bild hin. Ja, oh, das wird so super hier. Ich werde hier immer meine Hausaufgaben machen. Und ich freue mich auch schon darauf, wenn ich endlich meine Freunde einladen kann. Cool. Oh Mann, das ist ja super. Das ist ja mein Wohnzimmer. Klasse. Mit einem Ritterbett. Super. Und was fürs Bierzeuge. Also ich hoffe, ich kann die behalten. Aber bestimmt. Weswegen sollten die denn sonst hier sein? Und ein Tablet. Oh Mann. Und unter meinem Bett, da kann ich immer pupsen. Da habe ich hier eine Pupsecke. Das klappt ja super. Super. Wir nehmen es. Mama, Papa, ich will dieses Zimmer, dieses Haus. Also, Günther, hast du das gesehen? Es gibt sogar einen Pool hier. Das ist schon Mann, gar nicht Mann. In der Anzeige. Oh, dieses Haus ist einfach voller Überraschungen. Und sogar ein zweites Wohnzimmer. Also, da stand ein Esszimmer, aber ich meine, mit einem Wohnzimmer kann ich auch leben. Also, wo steckt denn jetzt dieser Makler? Wir wollen das Haus kaufen. Wo sind Sie? Familie Schulz ist da. Hallo. Oh, dieses Prinzessinnenzimmer, das ist so, Mann. So schön. Hannah, ich bin am Schlafen. Also ich dachte, die werden einkaufen. Wie sind die denn auf einmal wieder so schnell nach Hause gekommen? Da dachte ich mir, ich lege mich einmal nach der Arbeit mal hin für einen Mittagsschlaf, nur eine Stunde. Und die haben doch gesagt, dass sie einkaufen sind. Und jetzt sind sie schon wieder zu Hause. Also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Hannah, also bitte, du weißt, der Papa schläft gerade, ne? Und es war wirklich anstrengend. Wer sind Sie? Also... Mein Papa sind sie auf jeden Fall nicht. Oh, also, okay, ich wusste nicht, dass Hannah heute Gäste hat. Okay, könnt ihr vielleicht ein bisschen ruhiger sein? Ruhiger sein? Na gut, dann bin ich eben ein bisschen leiser. Kein Problem. Also, dass Hannah heute Gäste bekommt, das wusste ich ja gar nicht, aber gut, ist ja nicht schlimm. Naja, also, viel Spaß noch beim Spielen. Oh, ich liebe dieses Zimmer, das ist sowas von toll. Julian, ein bisschen ruhiger. Julian? Was? Was? Julian? Nein, ich heiße nicht Julian. Eine Frage, dürfte ich wissen, was du hier machst? Also, das ist das Zimmer meines Sohns. Bist du ein Freund von Julian? Wer ist denn bitte Julian? Also, ich bin der Marcel und ich kenne keinen Julian und raus aus meinem Zimmer. Ach, da sind sie ja. Ich wusste ja nicht, dass sie sich hier oben rumtreiben. Was machen sie gut, hier? Gut, dass sie hier sind. Wer ich? Verzeihung, dürfte ich fragen, wie sie hier reingekommen sind und was sie überhaupt machen? Ja, verzeihen Sie. Schulz hier, wir hatten miteinander telefoniert. Ein genau. Sehr, sehr schönes Objekt, was Sie hier haben. Wir haben telefoniert? Vielleicht haben Sie mit meiner Frau telefoniert oder so, aber was wollen Sie denn hier? Ach, jetzt tun Sie doch nicht so. Wir sind hier, um das Haus zu kaufen. Was? Ja, also wir interessieren uns sehr für dieses Objekt, aber über den Preis müssten wir vielleicht nochmal reden. Was ist das Haus verkaufen? Also, ich Sie angerufen, Sie wollen das... Also, ich verstehe die Welt nicht mehr. Warum stand denn die Tür bitte offen? Habt ihr irgendwo Papa gesehen in der Garage oder im Garten? Ach, komisch. Nein, habe ich nicht. Und mir ist alles jetzt egal, Mama. Weißt du was? Hättest du mir dieses Spiel gekauft, dann hätte ich dir diese Frage beantwortet. Ja, aber so nicht. Du hast das Spiel überhaupt nicht verdient. Du hast mein Zimmer in die Garage getan. Ja, und du vorher dein Zimmer mit mir getauscht, ohne es abzusprechen. Oh, hey, Hannah. Oh, neue Frisur? Naja, ganz schnieke. Hä? Wer war das denn eben? Schon wieder Hannah, hä? Julian, Gott sei Dank. Papa, nicht jetzt. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich bin sowas von schlecht drauf. Mama hat mir das Spiel nicht gekauft, was ich kaufen wollte. Nur weil sie gesagt hat, nee, du spielst die ganze Zeit Minecraft. Aber so oft spiele ich das gar nicht mehr. Und ich gehe jetzt in mein Zimmer. Lass mich in Ruhe, Papa. Also, das ist ja wirklich eine weitere Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass sie auch ihren Sohn mit zur Besichtigung nehmen. Ist das üblich? Emma, ich gehe mal eben nach oben und gucke, ob Papa noch schläft. Hey, Hannah. Hat Hannah eine neue Frisur? Oder habe ich mich da gerade verguckt? Oh. Martin, ich wusste nicht, dass wir heute Gäste bekommen. Hättest du mir das nicht irgendwie vorher sagen können? Ich habe gar nichts vorbereitet. Claudia, Schatz, nein, keine Gäste. Also doch, anscheinend schon, aber die wollen ja unser Haus kaufen. Weißt du was davon? Da! Hey, wer bist du denn? Raus aus meinem Zimmer, wer bist du? Nein, ich sollte eher fragen, wer bist du? Raus aus meinem Zimmer! Ein Moment, hier sind ja alle ziemlich verwirrt. Also, wir sind doch hier im Haus am Baschstelzenweg 12, oder? Wie bitte? Baschstelzenweg 12? Achso, nee. Also, Sie sind wahrscheinlich eben an der Ampel rechts abgebogen, aber Sie mussten eigentlich links abbiegen. Da ist der Baschstelzenweg. Ach so, okay. Oh, okay, das tut mir natürlich leid. Oh, das tut mir natürlich leid. Also, wir haben... Oh, das tut mir leid. Also, der Makler hat nur von einem Haus... Okay, wir sind total falsch. Das tut uns wirklich sehr leid. Ach Gott, das ist ja peinlich. Also, wir sind hier reingegangen, die Tür stand offen und vor der Tür stand der Porsche. Und wir dachten, das sei der Porsche vom Makler, weil Makler fahren doch immer Porsche. Sie haben wirklich ein ganz, ganz zauberhaftes Haus. Wirklich. Ja, vielen Dank. Aber um nochmal klarzustellen, das Haus ist nicht zu verkaufen. Und Sie sind auch nicht die Erste, die... das Haus kaufen wollen. Also unverkäuflich, wirklich. Nein, das ist mein Tablet. Das gehört mir und nicht dir. Aber das ist mein Zimmer und das heißt, alles, was hier in meinem Zimmer ist, gehört auch mir. Also auch dieses Tablet.
Nein, ganz bestimmt nicht. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Bist du irgendein Freund von Hannah oder so? Och Mann, Mama, Papa. Marcel, wir müssen hier ganz schnell raus. Also das ist die falsche Adresse. Dieses Haus ist gar nicht zu verkaufen. Also das tut uns natürlich sehr, sehr leid. Wir sind dann sofort weg. Das ist ja schade. Okay, ist doch nicht mein Zimmer, ist dein Zimmer. Dabei haben mir die Möbel richtig gut gefallen. Ja, natürlich ist das nicht dein Zimmer hier. Oder zahlst du Miete und ich verdiene damit Geld und könnte mir damit Spiele kaufen. Natürlich! Martin, also jetzt nochmal von vorne. Wie sind die Leute hier reingekommen und was ist überhaupt los? Du warst doch zu Hause. Ja, aber ich hatte mich hingelegt. Also heute war es auf der Wache ziemlich anstrengend. Also wir hatten viele Einsätze und ja, keine Ahnung. Und auf einmal standen die hier im Zimmer und jemand war in Hannas Zimmer und in Julias Zimmer und ich war ganz verwirrt. Du, Mama, ich habe jetzt eine Idee, wie ich mir meine Spiele kaufen kann. Und zwar könnte ich vielleicht mein Zimmer vermieten. Also wenn ich in der Kita bin, dann könnten hier ja andere Kinder oder so rein und die könnten ja Geld an mich zahlen, oder nicht? Julian, wie oft denn noch? Es gibt keine neuen Spiele. Hallöchen, der beste Sohn der Welt ist wieder da. Hallo, möchte mich keiner hier überraschen oder so? Wo ist denn hier die Überraschungsparty? Hey. Oh, Julian, klasse, das war mein Spruch. Den wollte ich eigentlich bringen hier. Bester Vater der Welt ist wieder da. Naja, wir sind wieder da, Leute. Und bei Oma und Opa war es toll. Ja, danke, Julian. Echt danke. Oh, ihr seid wieder zurück. Ich freue mich riesig. Hey, Mama. Na, habe ich irgendwas verpasst? Aber war bestimmt richtig langweilig hier zu Hause. Ohne mich? Ist doch klar. Oh, Mama, nicht schon. Selbstverständlich, Mann. Ich hab dich so vermisst. Bitte nicht. Und nicht küssen. Und dich habe ich natürlich auch vermisst, Martin. Du hast mir richtig doll gefehlt. Hallo, mein Schatz. Mama, mich hast du doch viel mehr vermisst, oder? Bitte, bitte, bitte. Hey, Mama, guck doch mal. Oh, Mann. Oh, Mann, immer diese Verliebten. Ich gehe jetzt in mein Zimmer. Bis später. Julian, du kannst doch nicht in dein Zimmer gehen. Stopp. Das geht jetzt nicht. Was soll das denn heißen, Mama? Wie, ich kann nicht in mein Zimmer? Was soll das jetzt schon wieder heißen? Ist mein Zimmer weg, oder was? Ja, hab ich kein Zimmer mehr hier. Bitte. Hör ich da unten etwa Julians Stimme? Ist er etwa zurück? Mama, sag schon. Oh nein, Julian ist schon wieder da. Und das gibt riesen Ärger mit seinem Zimmer, was ich gemacht habe. Ich muss mich unbedingt verstecken. Hoffentlich findet er mich hier nicht. Julia, natürlich hast du noch ein Zimmer hier. Du wohnst doch hier bei uns. Aber ich dachte, bevor du nach Hause kommst, mache ich dir nochmal alles richtig schön. Sauber und ordentlich. Aber das habe ich jetzt gar nicht geschafft. Och, Mama, das ist doch sowas von egal. Mein Zimmer ist sonst auch nicht aufgeräumt. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Und außerdem könnten da auch Mäuse oder Ratten wohnen. Hätte ich kein Problem mit. Als ob ich jetzt nicht in mein Zimmer gehe. Das habe ich richtig vermisst. Ich muss jetzt in mein Zimmer. Claudia, Schatz, also du wirktest irgendwie ein bisschen panisch. Ist irgendwas mit Julians Zimmer passiert? Passieren könnte man wohl sagen. Emma ist auf die glorreiche Idee gekommen, einfach die Zimmer zu tauschen. Und ich glaube, sie hat das noch nicht wieder hergerichtet. Das wird ein Riesentheater geben. Oh, endlich wieder mein Zimmer und endlich wieder in meinem Bett schlafen. Ich musste in Opas alten Kinderzimmer bleiben. Und das hat immer nach Kartoffelsalat gestunken. Und das will ich nicht. Ich will jetzt in mein eigenes Bett. Träume ich gerade oder was? Nein, ich träume nicht. Nein, ich träume nicht. Wo ist mein Bett? Wo ist mein Bett? Und wo ist mein Zimmer? Wo sind denn all meine Sachen hin? Das meinte wohl Mama. Oh Mann. Hey, wo ist mein Zimmer? Was haben denn meine Sachen da zu suchen und warum muss ich hier jetzt rüberklettern? Was ist das für ein Quatsch? Hä, warum sind denn meine Sachen jetzt hier? Och Mann, ich möchte nicht in mein altes Zimmer. Dann bin ich doch schon längst raus. Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, kann mir das mal bitte hier jemand erklären, was hier eigentlich los ist? Mama, Papa, also ich habe doch nichts gemacht. Ist das eine Strafe für irgendwas, was ich vor ein paar Jahren gemacht habe? Wenn ja, dann tut's mir leid, aber das ist doch eine echt fiese Strafe. Hey, hört mich denn keiner? Mama! Oh, ich glaube, er hat es jetzt langsam gesehen. Ja, ich glaube auch. Viel Spaß damit. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Also, oh Gott. Ich verstehe das alles nicht. Und warum ist denn hier Emmas Zimmer auf einmal in mein... Warte mal. Das war doch 100%. Das war Emma auf jeden Fall. Das war ihre Idee. Wo ist dieser Satansbraten? Wo bist du? Hey, Emma, wo bist du? War ja klar. Also, sehr gut verstecken konntest du dich noch nie, Emma. Ich sehe dich. Oh, ich glaube, er hat mich. Ich sehe dich, habe ich gesagt. So, du rührst dich jetzt nicht. Auf gar keinen Fall. Du bist umzingelt von Julian Vogel, ja. Komm jetzt sofort da raus. Ich zieh dir deine Hammelbeine lang. Mama! Stehen geblieben, habe ich gesagt. Hey, stehen geblieben. Mama, Julian will mir die Hammelbeine langziehen. Stehen geblieben, habe ich gesagt. Wenn du wüsstest, was dich noch heute erwartet. Oh Mann, ich werde dich zusammenfalten wie so Papier. Oh, du kriegst sowas von Ärger. Und dieses ganze Zeug, das kommt hier auf jeden Fall raus. Ich will mein altes Zimmer wieder haben mit meinen Klamotten und meinen Sachen und meinem Bett. Mama, oh Mama, ist er noch hinter mir? Ist Julian noch hinter mir? Nein, Emma, Julian ist nicht hinter dir und was ist denn los? Also, wenn es das Zimmer ist, was du umgeräumt hast, ich hab dir von Anfang an gesagt, das wird einen riesen Ärger geben. Ja, das musst du jetzt irgendwie ausbaden. Oh, das war ja sowas von klar und die waren natürlich am Tablet. Ich sehe die ganzen Spiele, die noch hier im Hintergrund offen sind und was sind das eigentlich für Spiele mit Windeln wechseln und so? Das will ich doch gar nicht, was soll das? So, das löschen und das auch, so viele Spiele. Kann ich meinen Code hier nicht ändern? Auf jeden Fall mache ich das.
Oh, endlich habe ich mein altes Zimmer wieder. Und genau wie vorher. Es ist genau wie vorher. Und wenn Emma noch einmal hier hinkommt, dann gibt's sowas von Ärger. Aber was mache ich denn jetzt mit ihren Sachen? Sollen die wieder in ihr altes Zimmer oder doch? Eine dicke Strafe. Auf jeden Fall. Das gibt eine dicke Strafe jetzt für sie. Die Sachen kommen jetzt ganz woanders hin. Aber wohin nur? Ah, natürlich! Martin, wollen wir dann eigentlich heute noch einkaufen gehen? Ein paar Sachen konnte ich nicht besorgen. Die waren mir einfach zu schwer. Aber klar doch. Dafür bin ich doch hier. Ach, super. Stopp. Ihr könnt mich nicht alleine hier mit Julian lassen. Auf gar keinen Fall. Der zieht mir die Hammelbeine lang. Die Hammelbeine langziehen? Okay, Emma, wenn du meinst, dann kommst du eben mit zum Einkaufen. Kein Problem. Oh, ich hab so ein Glück. Das ist einfach... Das wäre viel zu gefährlich, mit Julian hier zu bleiben. Du bist meine Lebensrettung, Mama. Julian, wir wollen dann einkaufen gehen. Brauchst du noch irgendwas? Ich weiß nicht, ob wir Julian jetzt hier alleine lassen können. Ich meine, Hannah kommt wirklich jeden Moment wieder, aber die paar Minuten, ich weiß nicht. Ach, Claudia, Schatz, wir sind doch nur ganz kurz weg. Also, der wird schon nichts Böses anstellen. Glaube ich nicht. Also, der war ganz brav bei Oma und Opa. Tschüss, nein, ich brauch nichts. Ich brauch nur meine süße Rache. Dieses dämliche Prinzessinnen-Schloss, das mochte ich noch nie. Das kommt jetzt hier die Treppe runter. Und weg mit dir. Und als nächstes das Bett hier. Das ist doch viel zu klein, also für mich. Deswegen braucht das auch keiner. Und die ganzen Spielzeuge, die kommen auch die Treppe runter. Euch braucht keiner mehr. So, und jetzt kommen die ganzen Sachen, na, in die Garage. Da kommt Emmas neues Zimmer hin. Das wird ihr bestimmt gefallen, so kalt und dunkel. Oh Mann, also ich hätte nicht gedacht, dass wir doch so viel einkaufen. Aber Hauptsache, wir sind wieder zu Hause jetzt. Martin, stopp mal eben. Was macht denn Julian da an der Garage? Da seid ihr ja. Herzlich willkommen hier in Emmas neuem Prinzessinnenzimmer. Na, wie gefällt's euch? Hereinspaziert in die gute Stube, Emma. Na, gefällt's dir? Meine ganzen Sachen hier. Hier gibt's auch gar keine großen Spinnen und gar nicht so viel Staub. Das wird dir richtig gefallen. Viel Spaß in deinem neuen Domizil. Das ist sowas von toll. Ich würde am liebsten hier wohnen. Ach, Julian, ganz ehrlich, also wir hatten uns eigentlich darauf vereinbart, dass ich auch mal Minecraft spielen kann. Und du bist ständig am Tablet und am Laptop und du bist nur am Zocken. Wie wär's denn, wenn ich mal zocke? Lass mich mal überlegen, Papa. Also deine Argumente, die sprechen für sich. Aber ich sag, nein, ich spiele jetzt, danke. Ach, in diesem Haus hört einfach niemand auf mich, gar keiner. Ich will doch einfach nur mal eine Runde Minecraft spielen und Julian, du lässt mich einfach. Das ist sowas von unfair. Was ist denn hier schon wieder los? Claudia, hier achtet doch keiner auf meine Bedürfnisse und das, was ich mir wünsche. Warum immer nur hier, was ihr wollt und so. Ach, das ist doch einfach nur, ich krieg hier zu viel. Martin, ich find das sowas von unfair. Mit dir? Aber warum benimmst du dich denn so wie ein Kleinkind? Ach, hier achtet doch keiner auf meine Bedürfnisse und auf meine Gefühle. Ich wollte doch einfach nur in Ruhe eine Runde Minecraft spielen. Und Julian lässt mich natürlich nicht. Das ist sowas von unfair, Claudia. Sowas von. Ach, ich wusste gar nicht, dass ich vier Kinder habe. Zwei Jungs. Und die sind sich überhaupt nicht einig. Oh Mann, Papa! Oh Mann, Emma, also bist du auch so gefrustet wie ich? Also hier achtet keiner auf meine Gefühle und so. Ist das bei dir auch so? Hä? Ich will einfach nur mein Zimmer haben. Kannst du nicht endlich mal die Sachen aus der Garage wieder hochholen? Ich kann das nicht alleine. Ach so, ja, vielleicht später. Aber du warst doch diese Nacht schon bei uns und vielleicht kannst du ja noch eine Nacht bei uns hier im Bett schlafen. Hä? Auf gar keinen Fall. Das Pups-Konzert gebe ich mir nicht nochmal. Und außerdem schnarchst du, Papa. Ich will mein eigenes Zimmer. Aber ich könnte ja vielleicht auch einfach mich bei Hannah einquartieren. Die ist sowieso nicht so viel zu Hause. Die ist immer spielen mit Pia und so. Hey Julian, sag mal, was machst du denn? Ich hab eine Idee, wenn du dich von deinem Tablet verabschiedest. Oh Mama, nein, jetzt nicht du auch. Bitte. Nein, ich möchte doch einfach nur in Ruhe hier Minecraft kurz spielen und mir ein paar Videos anschauen. Mehr nicht. Dann kannst du das Tablet haben oder Papa, aber bitte lass mich nur für ein paar Minuten in Ruhe. Ach Julian, nein. Ich hab mir eigentlich gedacht, wenn du es jetzt abgibst, dann könnten wir zusammen in den neuen Skate- und Fahrradladen gehen. Da könntest du dir vielleicht ein neues Skateboard aussuchen. Was? Wie wäre das? Warte, das ist jetzt kein Prank oder so. Du veräppelst mich nicht, oder Mama? Sind irgendwo Kameras oder so? Bitte sag, dass das kein Spaß ist. Also, ich wünsche mir wirklich ein neues Skateboard. Kann ich mir vielleicht eins aussuchen? Nein, ich veräppel dich nicht. Ich habe das wirklich ernst gemeint. Wenn du jetzt das Tablet Papa gibst, dann gehen wir direkt los in den Skate-Shop. Und wir können ja erstmal nach einem neuen Skateboard Ausschau halten, Vielleicht nicht direkt kaufen. Oh, klasse, natürlich. Papa, du kannst das Tablet haben von mir aus. Ja, hier mit Bedürfnis und Gefühl. Ich achte drauf. Hier, bitteschön. Julian, mein Junge, du achtest wirklich darauf? Also, du hast mir gerade einen Gefallen getan. Also, Julian, ich liebe dich. Oh Mann, ich glaube, Papa denkt, ich habe ihm wirklich das Tablet gegeben, weil ich es wollte. Naja, ich sag's ihm lieber nicht. Mama, wir können los. Wie wär's denn, wenn Emma auch mitkommt, Also, normalerweise würde ich nein sagen. Aber heute doch auf jeden Fall, kein Problem. Was ist denn los? Warum juckt es denn mit meiner Nase so? Ich habe gehört, es geht in den Skate-Shop. Ja, es geht in den Skate-Shop. Möchtest du? Ja, möchte ich. Also, aber wenn du krank bist, dann darfst du nicht in den Skate-Shop, weil sonst steckst du auch noch die ganzen Fahrräder an, die da sind. Und Skateboard.
her? Keine Ahnung, was mit mir los ist. Ist doch egal, wir können jetzt in den neuen Skateshop. Los jetzt! Auf geht's! Wenn das die ganze Zeit jetzt so weitergeht... Nein, nein, versprochen. Das ist total eklig, du niest mir die ganze Zeit auf den Kopf! Kann ich was dafür, dass du so klein bist? Ja, können wir los? So, das ist jetzt die neue Einkaufspassage. Hier ist der neue Skate- und Bike-Shop. Oh, klasse! Wow, das sind ja tolle Fahrräder. Also Mama, ganz ehrlich, ich würde jetzt am liebsten... Nein, ich weine jetzt nicht, ich reiß mich zusammen. Ich bin so froh, ich muss mir auf jeden Fall ein cooles Ding aussuchen. Was ist das denn? Oh Mann, die macht ja super Tricks. Mit Inlinern, wow! Ah, Achtung da unten, Vorsicht! Hey! Au! Wow. Mann, ja, warum stellst du dich mitten in den Weg? Entschuldigung, hast du dir irgendwas Na, schon getan? Gut. Ach Nick, kein Problem, Stürze gehören dazu, ich hab hier meinen Helm auf. Okay. Oh, was ist denn los? Ich verstehe nicht, warum ich... Werde ich etwa wirklich krank? Nein, nicht heute, weil ich will mir unbedingt mal das Skateboard kaufen. Julian, was machst du denn hier? Wollen wir nicht erst in den Laden gehen? Achso, ja, natürlich, da tut mir leid. Da hinten sind doch die Skateboards. Ja! Oh Mann, es ist soweit, endlich darf ich mir mein neues Skateboard aussuchen. Wo sind denn die Skateboards? Ah, da hinten. Kann ich mal kurz durch? Oh. Wow, was ist das? Sind das neue Inliner? Ja, das sind die neuen Speed 3000. Die sind wirklich super schnell. Ja, wirklich? Gesundheit. Achso, die ganz neuen. Also ich fahre nicht so gerne Inliner, aber es macht schon bestimmt Spaß. Du hast wahrscheinlich diesen Virus. In der Schule bei uns sind alle krank. Du hast das bestimmt auch. Wehe, du steckst uns an. Nein, niemals. Niemals. Es juckt irgendwie nur in der Nase und auf einmal jucken auch meine Augen und was ist das denn? Naja, jetzt kann ich mir die ja in Ruhe anschauen, aber nee, Inliner ist nichts für mich. Oh, was ist das denn cooles? Rollschuhe. Guck mal, Julian, hast du die gesehen? Guck doch mal. Oh, Emma, ja, habe ich schon gesehen. Schau dir mal lieber diese Fahrräder an. Die sind richtig cool, aber viel zu groß. Also, darauf kann ich nicht. Das sind keine Kinderfahrräder. Mann, dieser Laden ist sowas von... voll. Und wo sind denn die Skateboards jetzt? Oh, Mann, ich weiß gar nicht, wo die sind. Oh, so voll. Da sind sie. Wow, was ist das denn? Dieses grüne Skateboard, das ist ja cool. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mich einmal kurz durchlassen? Mutter mit Kindern unterwegs. Achtung. Ach, Herr Chillig, was machen Frau Sie denn Vogel. Hier? Suchen Sie nach einem neuen Fahrrad? Nein, Fahrrad habe ich schon. Also ich suche nach einem Skateboard. Skateboard? Ich bin ja Lehrer und Direktor, da möchte man mit der Jugend gehen, ne? Und ich bin auch deswegen hier. Mhm. Oh, das sieht ja richtig cool aus. Dieses grüne Skateboard ist ja total cool. Pia, bist du das? Also eigentlich wollte ich... Oh, meine Augen. Eigentlich wollte ich das hier. Hä, was wolltest du? Das grüne Skateboard? Das kannst du nicht haben. Das habe ich schon reserviert. Wieso denn nicht? Oh Mann, nein. Ich will das grüne Skateboard kaufen. Pia, ich glaube, die verlosen hier gerade ein Fahrrad. Ja, hast du das gehört? Ein Fahrrad verlosen? Ja, hier vorne. Hier, wo kann ich teilnehmen? Ich würde das gerne haben. Oh Mann, das war einfach viel zu einfach, aber... Was ist da? Ich glaube, ich werde wirklich krank. Hey, mach doch mal die Finger da weg. Das ist mein Skateboard, das wollte ich gerade kaufen. Nee, das kannst du direkt vergessen. Das kannst du dir abschmieren. Das gehört... Julius? Hey, Julian, ich wusste nicht, dass du auch hier bist. Doch, hier, willst du das Skateboard kaufen? Ja, klar. Ach so, okay. Ja, okay, wenn du es kaufen möchtest, ist auch okay. Also, wenn das einer meiner Freunde bekommt, ist schon in Ordnung. Und, hey, auf einmal geht's mir richtig gut. Julius, weißt du, was komisch war? Also, wo du jetzt gekommen bist, da geht's mir jetzt richtig gut, aber irgendwo mit Emma und Mama und Pia und anderen... Oh nein. Bei anderen Mädchen war ich die ganze Zeit krank. Oh Mann, Julian, du tust mir wirklich leid. Wieso? Ich weiß, was es ist, was du hast. Was denn? Das hatten schon ganz viele Leute auf der Schule. Ist das dieser Virus? Nein, es ist die Mädchenallergie. Was? Oh nein, nein, nicht die Mädchenallergie. Also, davon habe ich schon gehört, ganz oft. Und ich finde das jetzt nicht so schlimm, aber nein, es gibt doch so viele Mädchen auf der Welt. Oh Mann, Julian, die Mädchenallergie. Oh Mann, also, die ist genauso ansteckend wie die bunte Haare-Krankheit. Was? Steht man morgens auf und hat total bunte Haare. Ja, von der habe ich auch schon gehört. Ja. Das ist wie ein Chamäleon. Julian, ich habe eine Frage. Können wir nicht unser Taschengeld zusammentun und davon die Inliner kaufen? Ah! Nicht anfassen! Emma, du bist ein Mädchen, bitte nicht anfassen! Und da fängt es schon wieder an. Oh nein, ich hab die Mädchenallergie. Oh, bitte nicht anfassen, Emma, bitte! Ach, ich muss leider weiter, Herr Chillig. Meine Kinder machen schon wieder Ärger. Bis irgendwann. Naja. Emma, bitte, einfach nicht. Warum denn nicht? Oh. Kinder, was ist denn hier los bei euch? Wieso darf Emma dich nicht anfassen? Ah, Mama, du auch nicht! Bitte nicht! Du bist doch auch ein Mädchen, oder? Du warst doch früher ein Mädchen, oder? Ja? Julian, was ist denn auf einmal mit dir los? Bitte nicht anfassen! Okay, dann fasse ich dich nicht an. Gesundheit! Bitte Platz machen und nicht anfassen! Ich muss nach Hause, ganz gut, wo es keine Mädchen gibt. Da gibt's nur Papa gerade, weil Hannah ist nicht da. Ganz ehrlich gesagt, tut mir leid! Ach, du schon wieder! Oh Mann, ein zweites Mal so ruppig! Tut mir leid, ich würde jetzt gerne helfen, aber ich habe die Mädchenallergie, das geht jetzt nicht! Nein, was soll ich denn nur machen? Also, wenn ich die Mädchenallergie habe, was passiert denn dann mit Mama und Emma und Hannah? Muss ich da mit Papa irgendwo zusammenziehen? Ach nee, der pupst die ganze Nacht immer. Julian, kannst du mir
eben mal kurz erklären, was da gerade im Skateshop los war mit dir? Ja, Mama, bitte nicht zu nahe kommen. Also es ist nur zu deinem Besten. Also ich möchte dich... Wobei, du kannst es wahrscheinlich nicht bekommen, weil du bist ja ein Mädchen. Ich habe die Mädchenallergie. Mädchenallergie? Ach, Julian, wieder so ein Hirngespinst von dir. Also, ich lasse dich jetzt erstmal in Ruhe und wir sehen uns später zum Abendessen. Wie soll ich mein Leben jetzt nur führen und warum juckt es denn immer noch? Und aber Mama ist doch schon längst weg. Oh, das ist ja komisch. Ja, meine Nase juckt voll und da ist doch... Ist da irgendwas? Oh, meine Nase ist frei und es kitzelt auch nicht mehr und so und... Das war dieser riesige Popel, du bist dafür verantwortlich. Das heißt ja, ich habe keine Allergie, also keine Mädchenallergie, vielleicht eine andere, aber keine Mädchenallergie. Mama, das war ein riesiger Popel, Mama. Mama, bleib doch stehen, ich habe super Neuigkeiten, ich habe einen riesigen Popel in der Hand. Was erzählst du da schon wieder? Was für ein Riesending? Ich verstehe gar nichts mehr. Oh Mama, ich habe keine Mädchenallergie oder so. Das war die ganze Zeit so ein riesiger Popel, den habe ich jetzt rausgeholt. Guck dir das mal an, Riesending. Oh, guck Julian, mal, guck das mal. Das ist ja ekelhaft. So richtig schleimig und oh, so, das Julian, hat die ganze Zeit gekitzelt. Geht, wird ganz schlecht. Wasch sofort deine Hände. Oh, klasse, super. Dann können wir ja noch mal in den Skateshop, also nachdem ich den Popel hier weggeworfen habe. Oh, komm schon, Papa, das dauert total lange. Gib alles, du bist doch stark. Emma, ja, von da oben würde ich das jetzt auch sagen. Warum ist denn dieses Bett so schwer? Und oh Gott, die Treppe, wie haben wir das denn damals geschafft, bitte? Oh. Ach, Papa, ich warte hier oben auf dich. Los, Papa, ich feuer dich an. Komm schon, gib alles. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Schatz, ich muss mich kurz einmal ausruhen. Wie haben wir es denn noch? Oh Gott, wir sind gerade mal im Schlafzimmer. Oh nein, das dauert ja noch. Oh, Papa, steh auf. Wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Ich will doch endlich mein Zimmer haben. Komm schon. Okay. Martin, stell dich nicht so an. Du wirst das schon schaffen. Das ist nur ein kleines Bett. Aber warum ist es so schwer? Oh Mann, ich krieg das nicht hin. Ich muss mich beeilen. Papa, nicht so lang reden. Hier geht's lang in mein Zimmer. Komm schon. Emma, ja, ich weiß, wo dein Zimmer ist. Das ist mir schon bewusst, Schatz. Oh, Papa, Mann, hier ich komm entlang. Ja schon, ja. Oh Mann. Ach ja, Julian, vielen Dank. Das ist alles auf deinem Mist hier gewachsen, ne? Das weißt du schon. Ach so, ja klar, Papa. Keine Ursache. Hab ich doch gerne gemacht. Ich bin der beste Sohn der Welt. Ich weiß. Bitteschön. Wofür hast du dich... Ist doch jetzt auch egal. Oh, mein Rücken. Oh Mann, Emma, haben wir es noch weit? Geschafft, Papa, alles ist jetzt in meinem Zimmer. Mein Schloss, meine Kutsche, mein Puppenbett, mein Regal und auch mein Bett. Papa, vielen... Papa, ich wollte nur Danke sagen. Bist du eingeschlafen? Noch 5 Minuten. Na gut, du darfst auch mal im Prinzessinnenbett schlafen. Jeder möchte mal eine Prinzessin sein. So, endlich habe ich mein Zimmer wieder. Oh, heute ist der beste Tag. Aber das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, was Julian gemacht hat. Einfach meine Sachen in die Garage zu stellen. Dieser Julian da oben, noch ahnt er nichts. Aber er kriegt auf jeden Fall meine Rache zu spüren. Aber was soll ich nur machen? Ich habe noch gar keine Idee. Also ich kann jetzt nicht seine Sachen auch in die Garage stellen. Das wäre ja voll nachmachen. Kinder, Martin, kommt ihr dann runter zum Essen? Oh, ich kann mich an dieser Tomatensuppe sowas von satt essen. Ich muss die gar nicht probieren. Die schmeckt einfach herrlich. Ich bin schon da, Mama. Ich bin die Erste. Was gibt's denn heute? Ach, Emma, auf dich ist Verlass. Wo sind denn die anderen? Heute gibt's Tomatensuppe. Mhm, Tomatensuppe. Und, essen wir das gerne? Also isst Julian das eigentlich auch gerne? Also, ich gehe davon aus. Er hat auf jeden Fall schon ein paar Mal Tomatensuppe gegessen. Und soweit ich weiß, hat er sich nicht darüber beschwert. Oh, Mann, Mist. Mama, kannst du nicht mal was kochen, was Julian nicht mag, was total ekelhaft ist? Aber ich soll das mögen, bitte. Ach, Emma, warum sollte ich das tun? Ich meine, dann isst ja Julian gar nichts. Ich decke jetzt schon mal den Tisch. Du kannst dich hinsetzen. Und ich frage mich wirklich, warum keiner kommt. Martin, Julian! Was mag Julian denn überhaupt nicht essen? Ich hab's! Das mag eigentlich kein Kind. Scharfes Essen, Chilis und alles, was dazugehört. Pfeffer und alles Eklige. Boah. Oh, Glücksgriff. Ich hab... Julian, was machst du denn da? Ich hab dich schon so oft zum Essen gerufen. Komm jetzt runter. Was? Wie bitte? Ich hab nichts gehört. Ich schaue gerade ein Video. Jetzt geht's gerade nicht. Wenn das Video zu Ende ist, dann komm ich runter. Aber wow, ich glaube, das dauert noch, weil der Punkt ist erst gerade am Anfang. Das dauert. Ach, warum koche ich überhaupt? Und wer schnarcht denn hier bitte? Martin? Oh, das gibt's doch nicht. Der liegt in dem kleinen Prinzessinnenbett von Emma. Martin, stehst du bitte auf? Es gibt Essen. Ja, noch 5 Minuten. Martin. So, ich habe jetzt schon mal jedem eine Portion von der Suppe aufgetan. Und hier mache ich jetzt scharfes Zeug drauf. Und ich glaube, normalerweise sitzt Julian immer hier. Also, das ist sein Teller. Und damit keiner diese Chilis sieht,
Muss ich die irgendwo verstecken? Vielleicht hier einfach hinter der Blume. Und jetzt setze ich mich einfach auf meinen Platz und warte, dass die anderen kommen. Oh, das wird so witzig. Also jetzt aber wirklich nach unten. Das Essen ist sicherlich schon kalt. Claudia, also wie das duftet. Du hast dich selbst wieder übertroffen. Zauberhaft. Und ich habe auch mitgeholfen. Ich habe nämlich eben das Essen aufgetan. Ohne zu kleckern. Ja, da sage ich doch danke, Emmerlein. Ja, da freue ich mich doch richtig. Aber jetzt habe ich auch Hunger. Also Hanna ist ja bei Dave, ne? Darf ich mich dann vielleicht auf ihren Platz setzen? Das wäre doch in Ordnung, oder? Einmal nur. So war das nicht gedacht. Also, oh Papa, ich habe dir extra die große Portion gegeben und das ist in der Mitte. Oh, Emmerlein, das tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du hier eine Sitzordnung hast. Wir können auch einfach die Teller tauschen, kein Problem. Okay. Also, na gut, wenn jetzt alle sitzen, dann können wir endlich anfangen. Also, guten Appetit. Ja, genau. Piep, piep, piep. Guten Appetit. Lass es dir schmecken, Julian. Also, diese Tomatensuppe. Bellissima. Also, wie in Italien. Sehr, 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 sehr lecker. Papa, du weißt, dass ich hier der Chefkoch bin, oder? Also erst muss ich das probieren. Erstmal meine Meinung abwarten. Vielleicht schmeckt das ja doch nicht. Okay. Oh. Das war scharf. Das war meine Zunge. Julian, ist alles in Ordnung bei dir? Hast du dich vielleicht an der Suppe verbrannt? Aber die Mama, warum hast du das so scharf gemacht? Ja, mein Mund brennt. Ich bin wie ein Drache. Kommt Feuer aus meinem Mund. Ich brauche Wasser. Ach, Julian, Papa, die Suppe ist doch nicht zu scharf. Das ist perfekt. Eine perfekte Tomatensuppe. Schatz, ist super geworden. Wassermarsch! Papa, du bist doch bei der Feuerwehr. Kannst du nicht einen Schlauch holen oder so? Oder irgendwas anderes? Ich brauch Wasser, ganz viel Wasser. Wo ist das scharf? Also, ich glaube, Julian, der übertreibt. Das ist gar nicht scharf, Mama. Also, was ist denn mit Julian? Also, ich fand meine Suppe jetzt nicht so scharf, aber vielleicht probiere ich Julians Suppe auch mal. Gott, oh Gott, er hat recht. Also, diese Suppe. Claudia, was hast du nur damit angestellt? Warum ist die so scharf? Das ist ein Fall für die Feuerwehr. Also, nicht für mich, für die ganze Feuerwehr. Also, ich muss ehrlich gestehen, das ist das Schärfste, was ich jemals gegessen habe. Also, wie viele Scoville sind denn da? Oh Gott. Also, ich werde das hier nicht über... Jetzt habe ich schon... Schluck auf, weil es so scharf ist. Kann jemand einen Krankenwagen rufen? Oh Mann. Das tut mir so leid. Also, vielleicht habe ich mich mit dem Pfeffer vertan oder so, aber eigentlich ist die nicht Mama. Scharf. Also, ich weiß, warum die scharf ist, aber ich sag's keinem. Oh Mann, warum ist das so scharf? Und Mama, warum sind denn die Chilis hier neben dem Blumentopf? Was hat das zu bedeuten? Ist das dein Geheimrezept, deine Geheimzutat? Wobei, ich weiß ganz genau, wer das war. Das warst du, Emma, wenn ich dich erwische. Oh, nein. Ja, bitte, Julian, tu mir nichts. Zieh mir nicht die Hammelbeine lang. Oh, Mama, bitte. Bitte. Kannst du mir das nicht vorlesen? Also, ich habe nur noch einen Wunsch in meinem Leben. Also, für heute Abend. Dass du mir das hier vorliest. Bitte. Ich möchte das auch unbedingt. Kannst du das jetzt bitte vorlesen? Ich bin schon ganz gespannt, was da passiert ist. Also gut. Also, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, jetzt noch vorm Schlafengehen solche Gruselgeschichten zu hören. Aber na gut. Also, die Ghostbusters, die haben letzte Nacht wieder zahlreiche Geister hier in Playmobil City gejagt. Wow! Unter anderem auch ein Bibliotheksgeist. Mhm. Und auf dem Friedhof waren sie auch. Gruselig. Oh Mann, das war aber eine spannende Geschichte. Jetzt bin ich aber müde und diese Geschichte stand in der Zeitung und nicht in einem Buch. Naja, Emma, kannst du dich bitte jetzt in dein Bett legen? Bitte, ich will jetzt schlafen hier in Ruhe. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Komm, Emma, ich bring dich ins Bett. Ich wünsche dir ganz, ganz süße Träume. Und hoffentlich träumst du nicht von diesen schaurigen Ghostbusters. Oh, ich werde sicherlich richtig gut schlafen können. Ich hoffe, wenn ich groß bin, werde ich auch so ein Geisterjäger. Also, das war wirklich das letzte Mal, dass ich aus der Tageszeitung vorgelesen habe. Eine furchtbarere Gute-Nacht-Geschichte gibt's überhaupt nicht. Monster, Zombies, was auch immer. Oh, nee, gar nichts für mich. Oh, ich werde jetzt einfach ins Bett gehen. Martin, schläfst du schon? Ach, bestimmt. Hm? Hör ich etwa das Telefon klingeln? Das wird auch nicht schon mein nächster Auftrag wieder sein. Und ich dachte, ich hätte heute frei. Oh Mann, ich komme ja schon. Mitten in der Nacht rufen die hier zu Hause bei mir an. Das gibt's doch nicht. Hallo, Emma Vogel, Geisterjäger? Hm? Nein, ich habe heute keinen Dienst. Mit dem Geist müssen Sie schon selber fertig werden. Ich komme frühestens morgen erst. Ja. Man hat wirklich nicht eine freie Minute für sich als Geisterjäger. Ständig rufen irgendwelche Leute an und wollen was von einem. Ich kann das gar nicht leiden. So, jetzt aber wieder zurück ins Bett. Das habe ich mir wirklich verdient. Ich schlafe hier überhaupt nicht nachts. Ich muss immer arbeiten. Hab ich einen Kohldampf? Ja. Hm? Was war das für ein komisches Geräusch? Hä? Das gibt's doch wohl nicht. Ich hab frei und jetzt habe ich so ein Monster hier bei mir in der Küche. Diese Nacht kann nicht schlimmer werden. Ich werde ganz kurz mein Werkzeug holen. Das Geisterviech muss ich unbedingt bekämpfen.
Oh, ist das schwer. Ich hätte mal ein bisschen besser Armbrot essen sollen. Ich kann das kaum tragen. Warte auf mich, Geist. Ich komme. Wo ist es denn jetzt hin? Eben gerade warst du noch hier. Oh, diese lästigen Geister. Eine Schleimspur von der Küche ins Wohnzimmer. Ich kann mir schon denken, wo das Monster hin ist. Boah, ist das dreist. Sitzt auch noch bei uns auf dem Sofa. Hey, du, was machst du da? Na, warte, du. Stehen geblieben. Ja, ich wollte mich doch nur eine Minute mal entspannen. Was ist das denn? Hey, wo willst du hin? Oh, jetzt muss ich auch noch mit meinem Protonenstrahler die Treppe rauf. Treppe rauf, Treppe runter. Oh, ich muss unbedingt Mama und Papa schützen. Dieser Geist ist jetzt in ihrem Bett. Komm sofort raus da. Oh, was für eine anstrengende Verfolgungsjagd. Jetzt bleib doch endlich mal stehen. Wo willst du denn hin? Ja, ich bin sowas von müde. Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Jetzt legt sich der Geist auch noch in Julians Bett. Wenn ich dich erwische, du bist sowas von dran. Martin, hast du das auch gehört, diesen Krach? Martin, ich hätte schwören können, da hat doch jemand gerade den Staubsauger angeschmissen. Es ist mitten in der Nacht. Emma, was tust du denn da? Hey, warum hast du einen Staubsauger in der Hand? Na, warte, du Geist! Was wird ich das hier? Ich werde dich mit meinem Protonenstrahler bekämpfen! Mama! Hilfe, Hilfe! Ich bin doch kein Staub oder so! Mama, Emma will mich hier so einsaugen! Bitte hilf mir! Was ist hier denn los, Kinder? Habt ihr mal auf die Uhr geschaut? Es ist mitten in der Nacht! So, und der Staubsauger, der kommt jetzt erstmal aus. Ich weiß gar nicht, was du dir dabei gedacht hast, Emma. Oh, jetzt werde ich auch noch hier an meiner Arbeit gehindert. Wie soll ich das denn schaffen ohne meinen Protonenstrahler? Macht's doch alleine! Was? Protonenstrahler? Emma, was ist denn nur los mit dir? Ey, Mama, ich weiß, glaube ich, was mit Emma los ist. Wirklich? Also, ja, also das ist gerade nicht Emma. Sondern? Ich glaube, Emma ist eine Geisterjägerin gerade und sie dachte, glaube ich, dass ich ein Geist bin oder so. Aber was für ein Geist denn? Der Geist, der ist ganz gefräßig. Der war erst in der Küche und hat den Kühlschrank geplündert und dann hat er auch noch den Fernseher angestellt. Das lasse ich doch nicht zu, ich wohne hier. Hey, jetzt musst du nicht persönlich werden. Ich war immer nur kurz im Kühlschrank und wollte mir was zu essen holen und mehr auch nicht. Also ich verstehe gar nicht, was dein Problem ist. Also, ich als Geisterjägerin habe jetzt meine Aufgabe erfüllt. Der Geist ist zwar nicht gefangen, aber das ist nicht mein Problem. Ich habe frei. Oh, was schon wieder für eine anstrengende Nacht. Ich kann niemals durchatmen. So ein Geisterjäger ist immer auf Trab. Ach, Julian, ich glaube, die gute Nachtgeschichte war doch nicht so gut. Und Emma hat sich da total reingefunden in die Geisterjäger-Geschichte. Ich hoffe, sie hat dir nicht einen allzu großen Schrecken eingejagt. Nö. Ich werde jetzt erstmal diesen Staubsauger hier verstecken. Nicht, dass sie nochmal auf die Idee kommt, den mitten in der Nacht anzuwerfen. So ein Lärm. Also, irgendwie war das ein bisschen lustig, aber ich hatte auch... Wow, ich glaube, ich hatte noch nie so viel Angst vor Emma. Wie so ein kleines Monster. Oh Mann, ich sollte mich schnell hinlegen. Oh, klasse, wie soll ich denn jetzt noch schlafen? Oh Mann, nicht, dass sie gleich schon wieder mit dem Staubsauger kommt. Darauf habe ich jetzt gar keine Lust. Oh, die ist bestimmt am Schlafwandeln oder irgendwie sowas. Oh Mann. Oh, ich glaube, ich werde lieber nochmal nach den beiden sehen. Ich denke, jetzt schlafen sie wirklich ziemlich fest. Ach, Gott sei Dank. Also, Emma hat wirklich einen Vogel. Es ist mitten in der Nacht. Ich glaube, 3 Uhr. Ach, also ich gehe jetzt wieder schlafen.